Andrea Berg wollte alles hinschmeißen. Wäre da nicht Vicky Leandros gewesen. So hat die 71-Jährige die Schlagersängerin gerettet. An einem gewissen Punkt war Andrea Berg, 58, tief im Inneren völlig verzweifelt. Große Projekte waren in Gefahr. Ihre Showpremiere drohte zu platzen, die Fans wären betrogen. Der Schlagerstar wollte hinschmeißen. Wäre da nicht Vicky Leandros gewesen, 71. Mit einer ganz besonderen Botschaft rettete sie ihre Schlagerkollegin Andrea. Andrea Berg, ich liebe das Leben, schenkte ihr neue Kraft. Die 58-Jährige erinnert sich noch genau an diesen Tiefpunkt in ihrer Karriere. Das war 2010. Wir hatten ja gerade unser Album Zwischen Himmel und Erde abgeliefert. In Planung war eine neue Tourneeshow. Dann kam etwas dazwischen. Andreas, damaliger Produzent Eugen Römer, 77, der sich um solche Dinge kümmerte, wurde plötzlich krank. Die Sängerin stand ohne ihn da. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Es war eine ziemlich schwierige Situation, blickt sie zurück. Und der Druck war groß. Die Tickets waren schon verkauft. Was, wenn die Show platzt? Andrea dachte ans Aufhören. Doch dann drang eine Melodie an ihr Ohr. Vicky Leandros schenkte ihr plötzlich neue Kraft. Als Andrea Berg deren Lied Ich liebe das Leben hörte, habe ich eine unglaubliche Energie erfahren, erzählt sie. Ohne es zu wissen, wurde Vicky Leandros in Andrea Bergs sorgenvollen Stunden zu ihrer heimlichen Seelsorgerin. Heute kennen sich die beiden Frauen persönlich sehr gut, können direkt Ratschläge austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Sie lieben eben das Leben.